Hallo und herzlich willkommen beim gut kultivierten Achterbahnbau hier auf RCT 2 Germany. Wir machen eine weitere Parkvorstellung, nachdem wir letzte Woche den Seven Seas Amusement Park vorgestellt haben von unserem guten Big B. Stellen wir jetzt das fränkische Abenteuerland von unserem lieben Johnny 93, der bei uns auf Coaster Diaries Moderator ist, beziehungsweise Game Support und uns alle Logos gemacht hat und auf ND natürlich auch noch ist, stellen wir jetzt den Park vor. Ich habe mir dazu den Big B noch mit reingenommen. Servus! Damit wir das wieder in gewohnt inkompetenter Manier über die Bühne bringen können. Was gibt es zu dem Park zu sagen, bevor wir jetzt gleich live gehen? Er hat zum einen Gold gewonnen, das muss man jetzt einfach mal sagen. Auf Goldpark, auf ND. Ich glaube 74, paar zerquetschte Prozent. Ich glaube, es war fast sogar ein Spotlight. Ich meine, 78 war es. Warte, ich schau mal schnell nach. 74, 74, paar zerquetschte. Ja, auf alle Fälle ist der Park, baut er schon ziemlich lange dran, hat es auch auf ME und auf Coaster davor sogar noch auf der SAT World vorgestellt. Und dann haben wir gedacht, den stellen wir jetzt einfach mal vor. Ja. Hast du es jetzt mal? Ja, ich habe es 74,62% waren es und ab 80% hätte er, glaube ich, Spotlight, genau. Ja, das ist dann natürlich nicht schlecht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt. Ich gehe mal hier auf Play. Thanks for visiting the Frankisches Abenteuerland. Und wir gehen jetzt auf Play und in den Haupteingang. Wir sehen hier am dem unteren Ende der Karte Parkplätze. Nicht nur da. Und dann, ja, da kommen wir später dann dazu. Und natürlich auch den Haupteingang. Wie man hier in der Main Street unschwer erkennen kann, ist das Ganze extrem ans Phantasialand angelehnt. Der Bereich hier, was die Architektur anbetrifft, was die Gestaltung anbetrifft, natürlich auch hier die die Sitzbänke, das ist ja im Phantasialand auch so, so angelegt, auch der Wellenflieger hier in der Mitte, beziehungsweise das Kettenkarussell, auf Deutsch, genau. Sehr schön gemacht finde ich hier hinter der Main Street diese Dingsbums-Bereiche, wie heißen die, Backstage-Bereiche. Der Bürobereich davon, das Office, oder? Ja, genau. Nee, rechts daneben. Auf der Rückseite der Main Street. Da, wo die grüne Mülltonne ist, zum Beispiel. Ja. Ja, okay. Ja, da kommt jetzt in Büros rüber. Das ist ja unmittelbar daneben. Finde ich auf alle Fälle sehr schön gemacht. Wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt von der Main Street aus, die ja hier ist, im Uhrzeigersinn, also sprich dahin, in den Asienbereich und dann im Uhrzeigersinn durch den restlichen Park, so in dem Negro und enden dann hier unten im Deep in Africa Bereich. Ja. So, also fangen wir im Asienbereich an. Jawohl. Was fandest du hier so besonders gut gemacht, wenn man das jetzt einfach mal so freiweg fragen darf? Ich muss gerade noch mal kurz den kompletten Asienbereich durchschauen. Was ich ziemlich cool fand, war ja die Halle. Der halbe Asienbereich ist ja unter einer Halle. Das finde ich eigentlich ganz gut angedeutet. Ich finde es schade, dass man die Hälfte vom Bereich deshalb nicht sieht, aber irgendwie ist es auch geil. Ich lösche jetzt mal hier spaßhalber ein paar von den Glasdächern hier oben. Also da ist ja unten drunter noch die Kinderachterbahn. Aber ich kann ja einfach Szenerie entfernen. Ja, also hier drunter ist eine Kinderachterbahn, falls, damit ihr das jetzt in der Aufnahme auch seht. Das fand hier ich sogar ein bisschen aus dem Gebäude raus, geht unterirdisch. Fand ich alles relativ cool gemacht. Also steckt ja auch Arbeit dahinter, erst das Ganze da innen drin zu themen und dann auch nochmal eine Halle drüber zu ziehen. Ja. Finde es auch schön angedeutet, so mit dem Loch in der Decke und so. Also kann sich schon sehen lassen. Aber es hat auch nicht umsonst Gold gewonnen. In der Tat. Hier haben wir noch eine kleine Geisterbahn. Wo? Da in dem roten oder im Moment? Neben der Kinderachterbahn, wenn du die Szenerie ausmachst. In dem. Ja, da stimmt. Habe ich jetzt komplett übersehen. Ja. Was ich ja auch sehr interessant finde, wenn man die Sicht mal ausblendet, wenn man die Szenerie mal ausblendet, dass wir hier Evakuierungswege in Anführungszeichen haben, also einfach Wege. Wo die Pieps aus den anderen Bereichen schnell zum Haupteingang kommen, um Piepstaus
Peep-Jams zu vermeiden. Das Problem hatte ich ja beim Spreepark am Anfang ziemlich heftig, dass ich da überall Peep-Jams hatte, bis ich dann irgendwann auch mal so ein, zwei Evakuierungstunnel gebuddelt habe, um die Leute abzuleiten. Deiner dem der Geisterbahn, nehme ich mal an, meinst du? Genau. Wo kommt denn der raus? Da in dem grünen Gebäude in der Main Street, glaube ich. In dem Eckhaus in der Main Street kommt er raus, ja. Genau. Da verschwinden so Leute in so einer grauen Tür. Ja. Naja, warum nicht? Ist ja eine gute Lösung. Auf jeden Fall. Ja, Diese Bootsfahrt, zu der wollte ich hier gerade was sagen, ja. vorne dran, also die finde ich jetzt eigentlich auch relativ ziemlich schön gemacht. Ja, sie ist schön gemacht, definitiv, aber ja. Jetzt auch nichts allzu Besonderes. Nein, ich finde es irgendwie so ein bisschen platzfüllermäßig einfach. Aber definitiv gut gemacht. Ja, kann natürlich auch sein. Fand ich jetzt, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, als ich das, mir das Ding angeguckt habe, aber man kann Ich es hätte ja mir auch da halt unterschiedlich sehen. außenrum, da wo der Weg jetzt ist, ich hätte. Kennst du die Bootsfahrt im Europapark? Da gibt es auch so eine. Ja. Die ist im Dschungelthema, die ist so ein bisschen weitläufiger. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, Ja, dass das kenne Ganze jetzt ich. vielleicht ein bisschen weitläufiger wäre mit Theming außenrum, aber Ja. ich denke, das ist im Großen und Ganzen auch in Ordnung. Auf jeden Fall. War jetzt halt platzmäßig dann auch nicht anders zu machen. Gehen wir mal zum nächsten Bereich rüber, in den Mittelalterbereich. Hier kam ja, das finde ich immer noch den besten Kommentar auf NE zum Park, war ja das Mystery Castle oder Mystery Tower, also dieser Freifallturm, der hier innen drin ist, dass der von der Übersicht aus aussieht wie so ein Riesenpenis. Ist jetzt Geschmackssache, ich weiß jetzt nicht, wie die amerikanischen Penisse im Durchschnitt aussehen. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Finde ich auf alle Fälle eine sehr interessante Aussage. Wer macht Kong? Nee, ich weiß gar nicht mehr wer. Vor allem die Spitzen da oben drauf, das ist unklar. Ja. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, wenn man jetzt an der Spitze des Freefall Towers ist, dann ist ja da oben diese Mühle. Und in dieser Mühle drin ist ja die Station vom Rafting, von der Raftinganlage. Falls du mir Ja, folgen ja, kannst. ja, ja. Und da ist doch da, wo die Raftinganlage auf ihre eigentliche Fahrschiene übergeht beim Ausgang von der Station, so ein Wasserfall, so ein kleiner, der nach unten geht. Ja. Und das Wasserbecken da drin, das ist einfach so mini klein, das ist total komisch. Da hätte ich mir vielleicht noch eine Pumpe oder irgendwie sowas angedeutet gewünscht, weil Platz war ja da noch. Einfach so eine kleine Pumpe angedeutet, damit man auch sieht, dass es da irgendwo herkommt, das Wasser. Ja, Niveau. Kritik auf hohem Niveau, so rum. Kritik auf sehr hohem Niveau in der Tat, ja. Auch ich finde auch die Station von der Raftinganlage selber sehr, sehr schön gemacht. Ja, das auf jeden Fall auch. Wenn du jetzt Die Idee ist weitergehst dann was. zu der Queue von dem Freefall Tower, da über die Hängebrücke, Ja. das finde ich auch gut gemacht. Oder allein Die schon. Hängebrücke ist auf alle Fälle sehr schön gemacht, ja. Und allein schon der Aufgang da zu der Queue. Oh, jetzt da neben dem Schildchen, wo Mystery Tower durchläuft, neben dem Laufschild, da dieses kleine Täfelchen, wo dann noch Zusatzinfo draufsteht oder so. Ja, So die kleinen das Details, sieht das man finde ich halt immer jetzt schön. von hier. Hier, das hier meinte Manuel. Oder die Sonnenblume da vorne beim Rafting. Neben dem roten Dach ist eine Sonnenblume im Wald. Ja, Gerade so kleinen stimmt. Scheiß halt immer. Auf jeden Fall. Ich finde es auch ziemlich cool gemacht, dass er auf der Rückseite der Station, also am Kartenende, so Weinberge angedeutet hat. Finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, gerade aus den Heckenwänden, mit dem eigentlich. Das erkennen wir jetzt auf den ersten Blick gar nicht, dass das Heckenwände sind, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Weil das einfach jetzt so verbaut ist. Was ich an der Queue vom Rafting jetzt nicht so schön finde, ist der Dreck. Das ist, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Weg ist oder einfach nur Dreck. Ist da nochmal ein Weg drauf oder ist es. Ist der Dreck Untergrund mit einem unsichtbaren Weg drüber, glaube ich. Das ja ist der Dreckuntergrund. Ja. Ich glaube sogar, dass doch das ist der Dreckuntergrund mit Mit dem unsichtbarem unsichtbaren Weg, Weg, ja. ja. Das finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Also der Dreckuntergrund an sich jetzt als Warteschleife zu benutzen. Aber gut. Auch wieder Kritik auf dem Ja, Niveau. gut. Macht der Holiday Park ja auch mit der GeForce. Ja. Oder ist es da Dreck oder Beton? Oder war das, vielleicht war das auch mal Beton und da liegt nur Dreck drauf. Das weiß man auch nicht so genau. Gut, gehen wir mal weiter in den Bereich.
Eine sehr, sehr schön gemachte Anlage, finde ich. Also ich meine, es von der Brücke aus gesehen, vom Mystery Tower ein bisschen nach oben gelaufen, da wo die Spinning Cups drin sind. Die Das schaue ich gerade an. Die habe ich Teetassenkarussell. gerade genau in der Mitte vom Bild und denke mich, Gott, wie schnell drehen die sich. Ja, das wäre jetzt nichts für mich. Da würde sich mein Magen anmelden oder abmelden. Ja gut, Spinning Cups sind an sich schön und gut, aber diese drehen sich hier ein bisschen sehr schnell, finde ich. Ja, so ein bisschen Agro-Cups oder so. Akku-Cups. Da sind wir Hier übrigens sind jetzt auch wir. gerade beim zweiten Parkeingang, gell? Das wollte ich in der Tat gerade sagen. Der zweite Parkeingang. Der Park hat insgesamt drei Eingänge. Auch das ist im Phantasialand vielleicht so ein bisschen angelehnt. Phantasialand hat ja Alt-Berlin, Asien und. Schieß mich tot. Ich weiß nicht, ich war noch nicht dort. Ich. Afrika. Ja, ich Ist ein glaube noch Afrika ein ein Eingang? Eingang. Afrika ist kein Eingang. Egal, Phantasialand hat glaube ich auch zwei, also mindestens zwei, vielleicht auch drei Eingänge, Das ich, da im vielleicht auch grünen vier, Bereich weiß ist noch ich mein nicht. Eingang. In Glaube welchem ich. Bereich? Da beim Mine Coaster. Mine Train. Ja, da ist schon noch, aber ich weiß nicht, wo er im richtigen Phantasialand noch ein Eingang ist. Das meinte ich. Egal, ich finde auch die Aber Architektur. Okay, mal zurück zum Park. Ich finde auch die Architektur von den Häusern da um die Spinning Cups ziemlich schön oder die Fassaden halt. ja, das wollte ich vorhin sagen, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Das glitscht zwar bei mir ein bisschen wegen 8 Cars, aber das kann man ja nicht ändern. Ja, nicht immer. Dahinter ist auch noch so ein kleiner Biergarten, gell? Ja, hier mit dem Sonnenschirm. Ja. Natürlich, fränkisches Abenteuerland, Blau-Weiß, Bayern, ne? Ganz klar. Ist klar. Das kann man jetzt einfach mal so Hätte vorheben. man vielleicht wirtschaftlich nur ein bisschen mehr aufstellen können, aber sieht so Ja, aber es einfach sind besser aus. auf alle Fälle sehr schön gemacht mit den Bänken. Antikommerz. Würde ich sagen, gehen wir zum Ring Rider, oder? Ja, was man auch noch nicht gesehen hat. Oh ne, fuck, das. Da habe ich mich jetzt vertan. Okay. Ja, Wing Rider. Wing Rider, Auch genau. in der Burg, in der extra Burg, in so einem kleinen Fort. Ja. Auch wieder mit einer Zugbrücke als Eingang. Nur diesmal als Eingang zur Burg und ja. Ja. Finde ich auch Wir können, relativ also schön. ich fahre jetzt gerade mal schick mit dem Coaster mit, dass man das sich angucken kann. Währenddessen kannst du ja mal ein bisschen drüber erzählen. Nö, nö, lass ihn durchfahren. Kannst du was über das Layout Was? sagen? Ja, gut. Layout finde ich eigentlich recht nett, bis zu, Achtung, diesem Punkt hier. Welcher Punkt? Der Spaßbremse. Die Die Bremse fand vor dem Engel, vor der Engel fand Bremse. ich irgendwie deplatziert. Vor allem, weil der Coaster nach dem Korkenzieher dann auch unglaublich langsam wurde da oben. Also ich hätte die Bremse nicht gemacht und hätte den Coaster irgendwie anders umgeleitet und den Corkscrew ein bisschen höher gesetzt oder sowas. Auf alle Fälle nimmt das eigentlich der Bahn komplett den Reiz, finde ich. Und das ist extrem, extrem schade. Von was redest du jetzt gerade, die Spaßbremse da, die Bremse vor dem kleinen, vor der 180-Grad-Kurve, oder? Genau. Bremst die überhaupt runter? Natürlich. Die bremst das Ding voll aus. Muss ich mir mal angucken. Ah ja, das BBS funktioniert nicht fließend. Bei mir ist der Zug gerade am Lift Ja. gestanden. Bei mir jetzt nicht, aber das ist jetzt auch gar nicht so. Ja, was noch, was ich schön fand, war der angedeutete Turm da, wo die Achterbahn reinfahrt. Da hinten im Wald. Ja, das ist sehr schön Wo du gestaltet. reinstürzt. Das finde ich echt toll gemacht. Auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Ja, sowieso. Ja, ansonsten wär's das hier jetzt auch. Da fahrt's noch unter Ja. dem Wasserfall durch. Das finde ich auch schön. Oder wie du sagen willst, das fände ich sehr schön gemacht. Danke. Bitte. Immer noch einen mitgeben, ja, der tote Viecher schlägt man nicht, oder wie war das? Keine Ahnung. Ja, und dann geht's eigentlich weiter runter wieder in den Asienbereich. Ich finde Genau. übrigens die ganzen Bäume, wo da in der Main Street rumstehen, oder was heißt in der Main Street, auf dem Weg rumstehen, die finde ich auch immer so schön und packt. Mit so angedeuteten Bänken oder was das sind. Diese Holzpflocken da. Ach so, das, ja. Weißt du, was ich meine da vom Biergarten? Moment, Biergarten ist da. Ja, stimmt, das ist sehr schön gemacht. Finde ich gut.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber in den über den Park. Parkplatz. Gehen wir auf den Parkplatz. Der Parkplatz war ein großer Kritikpunkt an dem Park. Ja. Nicht, weil er jetzt irgendwie schlecht angelegt ist als solcher, also der Parkplatz an sich ist echt schön gemacht. Aber hätten halt viele Leute lieber gesehen, wenn man statt dem Parkplatz noch einen Themenbereich hier dazwischen gehabt hätte. Kann man, denke ich, irgendwo gut nachvollziehen. Also hätte ich persönlich jetzt auch lieber gehabt, da noch einen Themenbereich als den großen Parkplatz. Was auch viele Leute kritisiert haben, ist einfach, dass halt die meisten Parks einfach nicht um einen Parkplatz außenrum gebaut sind, so wie der hier. Beziehungsweise die meisten Parks keinen Parkplatz haben, der in den Park reingebaut ist. Das hätte man vielleicht noch ein, zwei Pünktchen auch rauskitzeln können, hätte man da einfach einen normalen Themenbereich hingesetzt, statt Was ich jetzt am statt den Parkplatz finde, Parkplatz. ist, dass er extrem viele verschiedene Baumsorten verwendet hat. Also der Parkplatz ist ja schon ziemlich Ja. stark bepflanzt. Ja. Das finde ich jetzt nur ein bisschen herausstechend, weil irgendwie ist der Parkplatz an sich schon ein halber Wald. Ja, das. Ja, da könntest du fast recht haben. Ist halt auch Phantasialand angelehnt. Phantasialand ist der Parkplatz auch ziemlich. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Ja, ich sage ja nur. Das Ich möchte es dir fand ich jetzt auch garantieren. das Blöde, jetzt gerade so, wenn du solche inspirierte Nachbauten oder Anlehnungen ans Phantasialand irgendwie nachbaust oder so, generell an irgendeinen Park, dass die Hälfte von den Menschen, wo das dann anguckt und bewertet, irgendwie eigentlich keinen Plan hat, was sie da eigentlich gerade sehen und das vielleicht kritisieren, obwohl das ja eigentlich so gewollt ist. Richtig, ja. Weil sie einfach noch nicht in den Park waren. Genau. Es wurden ja zum Beispiel auch diese Tribünen hier in der Main Street, die hier kritisiert, was die da sollen, was das für einen Sinn hat. Ja, das ist halt einfach, es ist im Phantasialand so, und wenn man im Phantasialand war, dann weiß man auch, dass das die Tribünen für die Parade sind. Oh, schön, ich habe Skype-Menschen in meinem Bild. Egal. Jetzt weiß ich, warum ich das beschäftigt habe. Ja, ich habe gedacht, das ist auf Offline auch. Egal, Mörik ist online. Der ist einer von unseren Usern übrigens. Wer? So ein Typ, man sieht ihn hier. Ich habe ihn aber umbenannt, also keine Sorge, das ist nicht sein richtiger Accountname. Oh, weil ich denke, ja, das ist halt die Tribüne für die Parade. Und das kann man hier, denke ich, genauso sehen. Es gibt halt keine Parade, weil es SET2 ist, aber wenn man weiß, was es ist, dann findet man es jetzt auch nicht mehr als Platzhalter und weil er zu faul war, Gebäude zu bauen oder sowas. Nein, das ist halt einfach so. Das hat seinen Sinn. Aber gut, gehen wir Wenn du gerade zurück. vorne bei der Tribüne bist, bleib mal da kurz. Ja, jetzt gehe ich wieder hin. Ne? Stell mal die Ansicht Höhenmarkierung an Fußwegen ein. Ja. Hast du es gemacht? Das finde ich jetzt auch interessant. Wie ihr jetzt seht, hat er jetzt schon hier nur an manchen Stellen Fußwege drüber gebaut. Und die meisten Fußwege hier sind ja eigentlich nur die Szenerieobjekte. Da hat er solche Fußwegblöcke in den Ja, die Szenarieobjekten. kann ich ganz kurz zeigen. Das sind Löscht die mal Teile kurz. hier. Die kann man dann einfach darunter setzen und dann sieht es aus Fußweg. wie ein Fußweg. Es dient einfach dazu, dass ihr nicht so riesige Flächen habt, wo die Leute rumlaufen. Ihr seht jetzt, die Leute laufen gerade immer auf den einen feldbreiten Wegen da so ein bisschen rum. Und somit verhindert ihr halt auch wieder Piepstaus und so Zeugs. Auch wenn es teilweise manchmal ein bisschen affig aussieht. Also wenn du jetzt so einen ganz breiten Weg hast und dann laufen die da in der Mitte oder nur am Rand, das sieht dann auch ein bisschen affig aus. Aber das finde ich hat er hier eigentlich ganz gut gelöst. Dass die Wege unterschiedlich auch sind, sodass es nicht immer nur an einer, dass nicht immer in der Mitte vom Dreierweg die Leute laufen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Also die Wege da sind ziemlich schlecht geputzt bei mir in der Main Street. So ein kleiner Organisationsfehler. Also bei mir in der Main Street ist irgendwie alles geputzt. Bei mir ist die eine Seite ziemlich, die mit dem roten Eckhaus da, die ist ziemlich dreckig bei mir. Okay, Aber nett. egal. Also brauchen wir uns ja jetzt nicht ausdiskutieren. Gehen wir Da lebt weiter da eine oben durch Dose. den dritten Eingang, oder? Gehen wir wieder runter zum dritten Eingang, würde ich sagen, ja. Was man auch noch kurz sagen kann, ist diese Feldanleihen hier am Parkplatz, die hätte sich vielleicht auch noch sparen können. Das ist auch nicht so wirklich der Bringer gewesen. Hätte ich vielleicht eher einen Wald oder sowas, Wäldchen hingesetzt. Oder so wie hier dann. Sag mal so, Feldanlage schön und gut, aber ich habe schon bessere gesehen im CSO-Bereich. Einmal das und hier merkt man halt einfach wirklich, dass es ein Füller war. Das ist halt schade.
Aber gut, gehen wir weiter. Wobei, wenn wir gerade bei Vielleicht. Feldern sind, ich finde diese Brücke über die Straße noch ziemlich geil. In der Tat, Mit die den Brücke über die Straße. Schutzdingern da. Ja, das ist extrem cool gemacht. Sieht gut aus. Auf jeden Fall. Aber jetzt weiter, es gibt bald Essen, ich muss mich beeilen. Ja. Ja, Wichtig. um das mal rauszuheben. Wir haben hier den Eingang. Passt, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so gut in die Thematik wie die anderen Eingänge. Also der Eingang hier unten ist ja strikt mittelaltermäßig thematisiert und das hier oben ist halt neutraler Parkeingang, ist klar, aber der hier unten ist jetzt. Falls es jetzt Bildtonunterschiede gibt, tut es mir schrecklich leid, Freunde. Das ist jetzt halt einfach mal so. Passiert. Das passiert, wenn man mit dem Schwarzwald kooperiert. Wir fahren kurz mit der Mine, aber mit, die ist bei mir nämlich da gerade nach der Station auf dem ersten Hügel. Finde ich von der Thematisierung her äußerst cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Finde auch bei dieser eigentlich ist das Layout relativ cool. Finde ich jetzt wiederum irgendwie nicht so ganz. Also abgesehen davon, dass sie jetzt gerade ausgefallen ist, hätte man die Bremse am zweiten Lift weglassen können, sodass er direkt in den Lift reinfährt. Oder einfach noch irgendwas Cooles machen, Ja gut, bis sowas hat jeder. das. Aber sagen wir es Weil da so, hat ich er finde dann. nicht das Layout cool, aber die Integration. Die Integration ist Hammer. Das gefällt mir richtig gut. Muss man sagen, echt. Ist geil angelegt. Da hat jetzt auch Pumpen angedeutet, falls du diese schon gesehen hast. Die habe ich gesehen, ja. Die sind hier hinten, falls ihr die auch noch sehen wollt. Blub. Wenn jetzt gerade der Coaster kurz. Ne, ich fertig wieder weiter. Gut. Wir werden jetzt halt sehen, wie wir das Ganze zusammenschneiden oder ob wir es nicht zusammenschneiden. Das ist jetzt halt alles. Was ich generell finde, ist, dass seine Warteschlangen immer relativ kurz sind. Ja, stimmt. Sowohl Da hast jetzt du da jetzt recht. bei dem El Aqua, bei dem Splash daneben dran, als jetzt auch hier beim Mine Train. Aber gut. Was ist es hier oben? Ist es eigentlich jetzt im Western-Bereich oder? Ja, ist Ja, ein das Western. Ding. Genau, heißt der Rocky Mountain Adventure, also amerikanische Bereiche Cool, auf alle das habe Fälle. ich noch nicht angeguckt. Okay. Gucken wir uns aber mal kurz den Splash an. Der Splash geht nach der Station Bereich. da rein und fährt hier durch eine wahrscheinlich dann innen drin getämte Sache durch. Hat man jetzt hier natürlich nicht gesehen. Nein, ich will nicht die Bahn ausblenden, ich will die Szenerie einblenden. Ne? Und dann hier in die Pyramide, was ich ein bisschen komisch finde, weil die Pyramide ansonsten nirgends so ganz reinpasst. Ah doch, In der Afrika. Mexiko-Bereich. Ist das Mexiko? Mexiko, Afrika, ja, irgendwie sowas. Und dann Oder auf alle Fälle hier der Meca-Galerie. große Splash. Okay, es ist ein kleiner angedeuteter Mexiko-Bereich da. Gehört der Eingang hier nicht zum Mexiko-Bereich? Habe ich das Gefühl. Und der Mexiko-Bereich geht ja dann in den Afrika-Bereich über, oder? Ja. Oder verstehe ich dieses Cut falsch? Nee, ich glaube, das ist richtig. Alles klar. Egal, sieht auf alle Fälle gut aus. Weiter. Weiter, wohin? Zum Hotel. Zum Hotel. Ich bin jetzt zu Kulkulan, aber wir können auch zum Hotel. Gehen wir zuerst zum Hotel in Afrika. Sehr schön, sehr schön gemacht auf alle Fälle. Dem kann ich nur zustimmen. Natürlich, mir kann man immer nur zustimmen. jetzt können wir aber zu Kulkulan und im restlichen Mexiko-Bereich gehen, auch wenn die hier gerade ein bisschen rumspringen. Sehr schön gestaltet, finde ich. Auf jeden Fall. Der Topspin auch ziemlich cool gemacht. Coole Wasserdüse davor. Ja, in der Tat. Die kennen wir ja schon aus dem Schiffsbombardierungsgedöns aus dem Flying Germans Park. Wenn du dich noch erinnerst. Wo die Oh Kanonen ins Wasser Gott. geschossen haben. Ja, stimmt. Ja. So langsam kehren meine Erinnerungen zurück. Tja, du bist halt auch nicht mehr der Jüngste. Nee, Alzheimer und so. Das ist echt schlimm. Kann man nichts machen. Gucken wir uns mal in den Wörter an, würde ich sagen. Die Black Mamba.
Lift Hill etc. finde ich äußerst schön angelegt, gefällt mir richtig, richtig gut. Die Thematisierung ist einfach der Hammer. Sehr grün, sehr dicht alles, Ziemlich vollgekotzt. ziemlich vollgekotzt, ziemlich Black Mamba, also einfach Phantasialand angelehnt. Die Strecke, ja, die Strecke, das ist jetzt halt so ein Ding, ne? Ich persönlich finde die Strecke ehrlich gesagt so im Nachhinein. Ich glaube, er hat sie damals gezeigt und ich glaube, ich fand sie auch gar nicht so schlecht, aber inzwischen finde ich die nicht mehr so toll. Also es ist auf alle Fälle sehr ungewöhnlich mit der zweiten Invasion. Diese 90 Grad Steilkurve und dann den Immelmann hinten dran gepackt. Auf alle Fälle äußerst ungewöhnlich, das Ganze. Und ob einem das jetzt gefällt, ist es natürlich jedem seine Sache. Dafür ist es aber wiederum, wie schon gesagt, schön thematisiert. Gut Oh integriert, ja. geil eingebunden. Auch mit den Was mir auffällt, ist, Fußgängern. dass die Rolle in die falsche Richtung geht, die COG-Roll. Die hätte man perfekt anders richtig umbenken können. Dann wäre das ziemlich geil geworden. Warte kurz. Nee, geht sie eigentlich nicht. Weil du kommst ja im Prinzip so aus der Kurve raus, dann liegst du ja schon so drin. Oder? Ja, aber das geht halt in RCT2 nicht anders, nicht richtig darzustellen und dann finde ich die Version ziemlich hässlich in RCT2. Ja, es sieht halt hässlich aus, aber ist doch eigentlich richtig angelegt, oder? Theoretisch schon, ja. Das heißt, eigentlich ist sie logisch, so wie sie angebracht ist, finde ich. Vielleicht habe ich da jetzt auch einen Denkfehler, aber... Ja, wenn man es ganz realistisch betrachtet, ist es richtig rum angelegt, aber ich finde einfach in RCT2 muss man da die Ausnahme machen. Wenn man die Möglichkeit hat, so wie er, aus einer Linkskurve in eine Rechtskurve zu drehen, dann würde ich die schon anders denken, dass man quasi ein bisschen mehr als nur eine. Egal. Okay. Wurscht. Wir schweifen in undefinierte Gefilde ab. Der restliche Afrika-Bereich auf alle Fälle auch sehr schön angelegt. Mit dem Kugoika oder Kugeuka oder was weiß ich, wie das heißt. Übrigens hat er hier die unsichtbaren Eingänge verwendet, wie auch sonst so oft. Dazu findet ihr auch ein Tutorial auf Coaster Diaries. Das allerdings nicht immer und nicht bei jedem Wollte funktioniert, ich gerade muss man sagen, bei ganz mir ehrlich sagen. funktioniert es leider nicht. Ja. Beziehungsweise ich krieg alles unsichtbar, aber ich kann darauf dann nichts bauen, auch nicht mit dem Zero Clearances. Ach, das geht bei dir. Da habe ich die Lösung für. Echt? Da muss es, ja, Ja, wenn du machen wir das. nachher. Ja, bei mir funktioniert, bei mir hat es immer funktioniert bei dem Drüberbauen, aber nicht bei dem Unsichtbaren. Ja. Aber gut. Bei mir wird halt auf der Stelle alles unsichtbar, wo ich das unsichtbar gemacht habe. Aber gut, egal. Hast du vorhin Kommen. das Riesenrad schon gezeigt? Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Das Riesenrad, nein, habe ich noch nicht. Das Das ist mir kreativ auch benannte Riesenrad. Riesenrad. Stark, ja. Man kann es nicht verfehlen. Ah, eigentlich nicht. Ich gähne mir hier gerade den Wolf, tut mir leid. Ist halt so. Zu wenig Schlaf und so, ne? Abends zocken und dann. Ratet mal mit wem. Ja, nicht mehr Manuel, weil der Manuel, der ist so behindert. Das ist. Nein, nicht mit mir. Ja, aber gut, kommen wir zum Schluss. Der Park wurde natürlich auf NE hochgeladen und ich werde euch jetzt natürlich auch zwingen, NE zu besuchen. Ich habe freundlicherweise von dem dortigen Administrator POSIX die Erlaubnis bekommen, auch in Zukunft hier auf dem Channel alles, was auf NE nicht nied- und nagelfest ist, zu vervideolichen und zu promoten und whatever. POSIX war einfach genervt, weil Jan alle 2 Tage gefragt hat, ob er was anders reviewen kann. Das war dann halt ein bisschen. Richtig. Das kann natürlich auch sein. Also schaut mal auf alle Fälle mal bei den Jungs vorbei auf NE, da gibt es auch ziemlich vielen anderen ziemlich awesome-ige Sachen. Shit. Awesome shit and stuff and whatever. Also ziemlich geile Sachen. Guckt auf alle Fälle mal vorbei. Gerade jetzt so Head-to-Head ist, lohnt es sich auf alle Fälle da vorbeizuschauen und sich die Parks anzugucken. Vor allem die Kommentare unter den Parks durchzulesen. Vor allem die Kommentare unter dem Kopf. Ja, die sind manchmal auch Die sind sehr manchmal so unterhaltsam. informativ und lustig, das ist Hammer. Der reinste Wahnsinn, ja. Ihr müsst natürlich, dass wir dafür Englisch können, weil es ja ein englisches Forum, da wäre es natürlich echt praktisch, wenn ihr Englisch könnt.
damit ihr bei denen was versteht. Ist komplett zu gut, wenn man da auf Deutsch was schreibt. Das haben wir schon ausprobiert. Ist nicht so geil. Ihr könnt es aber auch gerne zweisprachig posten, dann geht's auch. Ja, genau. So wie der Franzose das momentan macht. Ja. Beispielsweise. Der Einzige, wo auf Französisch Gut. antwortet, ist by the way, the POSIX. Ja, egal. Jetzt mal hier. Der kann halt Französisch. Na gut. Kommen wir jetzt endlich zum Schluss nach 32 Minuten. Vielleicht auch länger, vielleicht auch weniger. Je nachdem, wie wir Manuels Ding damit reinschneiden. Die verkorkste Aufnahme. Ich hoffe, es hat alles gepasst. Ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Ladet den Park runter, bewertet ihn, findet ihn toll. Kommentiert ihn, flamet uns, gebt uns einen Daumen hoch oder einen Daumen runter oder einen Daumen zur Seite, einen Daumen nach rechts oder nach links, das ist mir total egal. Abonniert uns. Abonniert uns, lobpreiset uns, favorisiert uns, verbreitet uns weiter, sperrt uns, blockiert uns, spammt, Quatsch, markiert uns, spammt uns, total wurscht. Guckt uns Bis von zum der nächsten Schule an. Mal. Ja, jetzt sind ja wieder, jetzt ist schon wieder Schule, gell? Noch 5 Wochen, 6 Wochen, wenn das rauskommt, 5 Wochen. Sommerferien. Hey. Wenn das Video rauskommt, habe ich keine Schule mehr. Ja, du. Okay, aber jetzt auf Wiedersehen, macht's gut, haut rein und bis bald. Tschüssi!